Piranha lebt von Legenden. Die Legende von Son und Salsa tanzt heute mehr denn je durch die verfallende Stadt. Die Legende der Autos aus den 50er Jahren. Und überall präsent die Legende Che Guevara. Das Konterfei des kubanischen Freiheitskämpfers gilt als das meist reproduzierte Bild der Fotogeschichte. Geschossen wurde es vor 40 Jahren in Havanna. Doch von wem ist praktisch vergessen. Nein, ich weiß es nicht, wer der Fotograf war. Der Schöpfer der weltberühmten Fotografie heißt Alberto Korda und wohnt in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Am 5. März 1960 habe ich das Foto so geschossen, horizontal. Es war an einer Trauerfeier in Havanna. Fidel Castro hielt eine Rede. Es waren alle hohen Funktionäre des Staates anwesend, unter ihnen Che. Doch er war nicht zu sehen. Er stand in der zweiten Reihe. Aber in einem unerwarteten Moment tauchte er vorne an der Tribüne auf. Und ich erfasste ihn sofort mit der Kamera und konnte zwei Negative schießen. Für die Negative interessierte sich niemand. Erst nach der Ermordung von Che fand das Bild via einen italienischen Verleger seinen Weg in die Welt, auch in die Kommerzwelt. Welches Parfum trug denn Che? Keines. Schweiß. Schweiß der Arbeit, nicht Parfum für schöne Männer. Musik. Alles Musik über Che. Ah, und da habe ich noch was ganz Schönes. Amerikanischer Kaffee. Den haben Sie wohl nie probiert. Werde ich auch nicht. Für all die Verwendungen seines Bildes hat Korda nicht einen Cent gekriegt. Er hat es dem italienischen Verleger geschenkt. $25 habe ich dafür bezahlt. Der Fabrikant hat mich nicht mal gefragt. Dass sein Bild heute frei reproduziert wird, stört Korda nicht mal. Doch dies hier bringt ihn in Rage. Eine britische Agentur wirbt mit Che für Wodka Bloody Smirnoff. Die mussten die Werbung sofort stoppen. Jetzt sollen sie noch das bezahlen, was den europäischen Gesetzen entspricht. Che Guevara wurde bekannt als einer der Vordenker der kubanischen Revolution Ende der 50er Jahre. Zusammen mit Fidel Castro war der argentinischstämmige Guevara für die Installation des kubanischen Sozialismus verantwortlich. Schon zeitlebens bewunderten ihn die Kubaner. Und noch heute zieht seine charismatische Persönlichkeit Menschen auf der ganzen Welt in Bann. An diesem Bild will Alberto Korda nicht kratzen. Er war ein außergewöhnlicher Mensch seiner Zeit. Er kämpfte für die Freiheit von Kuba und gab sich damit nicht zufrieden. Er kämpfte weiter für die Freiheit der Völker in Lateinamerika und wurde ermordet. Korda war nicht nur persönlicher Freund Che Guevaras, sondern gewann auch das Vertrauen von Fidel Castro. So wurde er zu einer Stütze der kubanischen Revolution, als deren offizieller Fotograf. Doch keines seiner Bilder wurde so bekannt wie das von Che. Allein mit diesem Porträt hätte er Millionär werden können. Lebte er nicht im sozialistischen Kuba? Hat ihn das nie gestört? Nein, nicht im geringsten. Millionär bin ich, weil ich in diesem schönen Land lebe, mit einer so schönen Revolution, die Schluss gemacht hat mit den Kindern, die auf der Straße schliefen, mit den Kindern, die nichts zu essen hatten, mit den Menschen, die kein Geld hatten, um einen Arzt zu bezahlen, mit jenen, die kein Geld für eine Ausbildung hatten. All diese Sachen, die unsere Revolution in 40 Jahren erreicht hat, machen mich glücklich, hier zu sein. Che lebt, auch heute noch. Comandante Che.
Che lebt, auch heute noch. Und dies nicht nur in der Touristenmusik und den Souvenirs. Nein, Che ist kein Souvenir. Er ist ein Mann, der all die Werte repräsentiert, die die Menschheit haben sollte. Ches Souvenirs sind nicht nur für die wohlhabenden Touristen, sondern werden auch von der armen Bevölkerung getragen. Was bedeutet ihr Che? Für mich ist er der Größte der Welt. Mit dem Größten der Welt in Überlebensgröße an der Wand zusammenzuleben, ist nicht einfach für jenen, der das Bild geschaffen hat. Korda fotografiert nur noch selten. In einer Ecke des Schlafzimmers hat er ein Studio eingerichtet, wo er sich heute der Aktfotografie widmet. Doch nur ein Bild wird Alberto Korda immer begleiten.